Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5 auf meinem Kanal. Ja, in der heutigen Folge möchte ich ja am Anfang erstmal kurz eine schlechte Mitteilung überbringen. Ich muss wahrscheinlich nächste Woche in Liverpool einsteigen. Sprich, ich kann jetzt nicht mehr jeden Tag eine Folge machen. Ich muss jetzt vorproduzieren, damit ihr dann wenigstens noch ein paar Folgen habt. Und, ja. Das ist erstmal die schlechte Nachricht. Ich werde jetzt anfangen, halt vorzuproduzieren. Es kommt dann erstmal wahrscheinlich jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag nur eine Folge. Anders schaffe ich es. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wann ich wiederkomme. Das kann im Juni sein. Ich hoffe mal, dass es Anfang, Mitte Juni wird. Ja. Es tut mir natürlich unendlich leid. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich noch einen Monat Urlaub habe. Aber okay. Kann es ja nicht ändern. Und ja. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, ihr versteht das und seid mir nicht böse. Ich versuche das Beste zu machen und jetzt vorzuproduzieren. Und dass dann ihr wenigstens immer noch ein paar Folgen bekommt. Es wird auch immer weiter hier zu dieser Map gehen. Und im April soll dann ja auch das Performance-Patch rauskommen. Das heißt, wenn ich dann vielleicht wiederkomme vom Schiff, dass wir dann auch mit Stockholm weitermachen können, mit unserer Megacity. Ja, müssen wir dann mal gucken. Ja, so viel erstmal dazu. Tut mir natürlich jetzt echt leid. Aber ich kann es leider nicht ändern. Ja, gut. Nichtsdestotrotz möchte ich in der heutigen Folge gerne hier meine TG-Hürt-Linie auseinanderbauen. Beziehungsweise hier ein weiteres Gleis irgendwie mit einziehen. Dass der, hier seht ihr, hier steht schon der nächste. Und der andere steht schon im Tunnel. Wo ist er, der nächste? Da kommt er schon. Das ist noch der. Wahrscheinlich ist hier keiner mehr, weil die schon alle wieder da hinten stehen. Weil die sich ja nun alle zusammenfahren, würde ich ganz gerne jetzt hier noch eine Strecke nebenlegen, dass sie so viel wie möglich die alleine fahren können. Und wir dann damit keine weiteren Probleme bekommen. Ich würde sagen, wir können ja bis hierhin. Ab hier können wir ja schon doppelt gehen. Ja, müssen wir nur mal den Feldweg da, glaube ich, abreißen, weil der wird jetzt ziemlich stören. Warum habe ich denn keinen Abriss-Sound? Alles ist irgendwie so ein bisschen leise, das Spiel. Vogelgezwitscher. Gar nichts. Audio? Doch alles an. In Ordnung. Was das wieder für ein Bug ist. Bug und ein Bug. So. Wir müssen ja auf welches gleich müssen wir noch drauf? Ja. Auf das da, glaube ich, ne? So, hier kommt ja schon der andere Zug dann da drauf. Wir müssen ja, wenn die. Eigentlich möchte ich das ja nicht, dass die jetzt alle eigene Gleise bekommen, aber es geht anscheinend an. Das habe ich schon dreimal auseinandergefahren. Und, jetzt habe ich Abriss-Sound. Okay. Und, ja, ist natürlich dann mega nervig, wenn ich das alle paar. Glück gehabt. Alle, paar Spieljahre machen muss. So habe ich mir das nämlich nicht vorgestellt. So, ich gehe auf dieses Gleis, ne? Komme ich hier noch vorab? Dem Stück hier, da muss ich jetzt irgendwie vorab kommen. Das war dann da. Ja. Ja, ich hatte eigentlich mit euch noch so viel vor. Ich hatte auch nur einen Livestream, glaube ich, oder zwei Livestreams gemacht. Das war alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was ist denn jetzt los? Wo stört er denn jetzt? Ach, da? Achso, ist bestimmt ein. Naja. Ich wollte ja noch so viel mit euch machen. Ich hatte eigentlich noch vor, mehr Livestream zu machen. Ich wollte ja noch diesen Tagebau bauen. Vielleicht mache ich das jetzt in den Folgen, aber eigentlich möchte ich das gerne mit euch zusammen machen. Und mal hier dann noch nebenher. Das passt noch. Hier haben wir auch noch genug Platz. Na gut, machen wir es erstmal in die Richtung viergleisig. Ja, das ist alles echt etwas doof jetzt. Ich habe mir das auch nicht vorgestellt. Aber ich kann es echt nicht ändern.
Das war knapp, ne? Scheiße. Scheiße. Habe hier so eine viergleisige Strecke, was ich eigentlich nicht haben wollte. Wir fahren ja nicht so viele Züge. Aber irgendwie sind die so unterschiedlich schnell alle, dass sie sich echt so schnell zusammenfahren. Und das ist natürlich echt doof. Jetzt halt auch gerne weiterlaufen lassen. So, wir werden ja erstmal hier mit dem ganzen Bäume alle abreißen, weil die sind ja von mir. Sprich, die verschwinden nicht. Jeder Parkplatz, ich habe, oh, ich habe so viele Sachen angefangen und nicht zu Ende gebracht. Und jetzt muss ich abbauen. Das ist natürlich echt blöd. Aber die Arbeit ruft. Dann ist das leider so. Ja, gut. Dann werden wir jetzt hier das erstmal wieder ein bisschen verzieren. Ich habe übrigens auch bei meinem Flughafen habe ich nochmal alles abgerissen. Alle Flughäfen auch nochmal neu gebaut. Also die Transportflughäfen. Ja, aber geändert hat es dann auch nichts. Natürlich echt blöd. So, hier wird sowieso kein Haus bauen. Ich würde ja gerne mit ein paar Bäumen da drin arbeiten, aber das ist ja das gleiche, was ich jetzt dann hatte. Geht nicht. Muss alles so machen. So. Aber hier müsste es jetzt wieder gehen. Ja. Hier geht das wieder. So. Hat noch eine S-Bahn vorbeigedüst. Machen auch nie Plus. Aber wir haben so viel Kohle. Ist auch schön hier jetzt. Der Tunneleingang, ne? Oh, toll. Toll! Toll, 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 toll. So, hier müssen wir jetzt auch erstmal nochmal Wohnungsarbeiten durchführen. Ja, dann müssen wir das natürlich jetzt hier alles nachher besser jetzt schon mal den groben Scheiß abreißen. Sonst verkriege ich mir nachher wieder und reiße wieder die Strecke ab. Nämlich, ja. Da war es schon passiert. Hier oben noch, die schwer wahrscheinlich alle gleich schweben. So. Ich hoffe mal, dass wir dann echt das Problem umgehen, dass sie sich nicht so zusammenfahren. Das einzige Problem kann natürlich sein, wenn da 500 Leute warten und bei den anderen Bahnhöfen warten immer nur so 50, sind natürlich die Wartezeiten bei dem viel größer, ne? Aber dann kann ich jetzt vielleicht auch wieder mit dem ICE arbeiten. Und nicht mit dem TGV. Aber der ICE fährt sich auf meiner anderen Strecke auch zusammen. Oh, ich glaube, jetzt ist das aber ziemlich laut, ne? Und, ja, es kann natürlich sein, dass es daran liegt, weil in Minden halt echt viele Leute einsteigen. Jetzt kommt schon der nächste. Der andere ist immer gerade eben hier durchgefahren. So dicht kleben die aneinander. So. Haben wir schön viergleisig. Nicht optimal. Aber effektiv. So, brauchen wir den hier nicht. Brauchen wir den hier nicht. Das muss auch weg. Und das muss auch weg. So.
So, und dann geht er jetzt hier drauf. Wenn wahrscheinlich die Linie, wird sie wahrscheinlich von alleine jetzt schon umändern. Hier noch ein paar Signale hinsetzen. Aber hier fahren ja eigentlich nur zwei Züge drauf auf der Strecke. Von daher, so viele Signale brauchen wir da gar nicht. So, gucken wir eins hin. Und dann können wir hinten noch eins hinmachen. So. Hat sich die Linie bestimmt schon geändert, wa? Ja. Genau. So, hier kommt mit den Tischi-Hürde schon mal gar nicht mehr zusammen. Das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal gut. Jetzt muss ich nur noch den TG-Hürt gegen den ICE wechseln. Oder lasse ich den TG-Hürt da drauf? Der kann 510. Ich würde ja eigentlich gerne den ICE da drauf fahren lassen, ne? Und dann muss ich den ganzen Gedöns jetzt erstmal wieder auseinanderdüsen. Fahrzeugsatz, wir hatten ja schon mal den ICE da drauf, aber der hat ja nur noch Minus gemacht, weil die... Weil die Kosten so hoch sind für den Zug. Aber jetzt hier sieht halt einfach schöner aus, ne? Wenn wir den TGO da jetzt ja schon fahren haben. Auf der Nachbarstrecke. Ja. Aber der TGO ist natürlich schneller. Der hat natürlich Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h, der IC noch von 280, aber eigentlich ist das auch Wumpe. Und wir löschen den raus. Nehmen meinen modifizierten ICE. So. Und machen ersetzen und einmal sofort ersetzen an. Ja. So. Dann würde ich sagen, wir suchen jetzt mal den ersten Zug hier. Der ist es nicht. Da steht einer, aber das ist schon der ICE. Hier ist auch keiner. Aber du kannst mal weiterfahren, ja. Du hältst mal an. Haben wir hier jetzt noch einen? Das ist ein kleiner. Immer noch einen großen. Du hältst auch an. Und hier haben wir einen. Ich glaube, wir haben vier Züge auf dieser Strecke, ne? Ja. Perfekt. So, oh, hier. Der andere müsste jetzt dastehen, genau. Der darf dann jetzt losfahren, wenn er... wenn er dahin angekommen ist. So, jetzt ist die Höchstgeschwindigkeit aus. 130. Ich hätte gedacht, dass er ein bisschen schneller beschleunigt, weil der ja der anderen Route auch 280 erreicht hat bis zur Brücke da bei mir am Bahnhof. So. Kommst du ab? Kann der endlich losfahren? Wenn der jetzt nicht im Bahnhof steht, dann fährt der andere weiter. Und noch der TG Hürt. Jetzt wird auf jeden Fall voll der Zug. Jetzt kann er losfahren. So, der passt natürlich jetzt auch gerade. Eigentlich ist er 10 Meter zu lang. Ah, passt aber. So, passt doch noch. So, das ist natürlich jetzt alles eine lange Zeit, wenn der Zug hier immer steht und jetzt erstmal die ganzen Leute lädt, ne? Weil die nächsten Züge jetzt ja nicht so viele Leute laden müssen. Halt mal ein bisschen schneller. So. So, und die ganze Zeit, bis er seine Leute da eingeladen hat. Das hat der nächste natürlich jetzt gleich nicht das Problem. Ja, mal gucken. Jetzt fährt er ja auch schon los. Er hat nur 82 jetzt
eingeladen. Deswegen warten wir mal echt noch bis zum anderen, bis er losfährt. Da ist er, der andere Zug. So, jetzt nimmt er nämlich hier auch wieder 500 mit. Ich glaube, wir können ihn noch mal gerade anhalten. Er muss noch mal ein bisschen warten. So. Die Millionen macht 6 Millionen. Na, er lädt jetzt noch 200 Leute aus. Kann andere weiterfahren. So, wenn er gleich unten angekommen ist, dann kann auch der nächste losfahren. Dann bremst schon ab. Da kann er jetzt auch losfahren. Leck. Und da kann er weg. So, jetzt müsste er eigentlich bis Minden ja seine 280 auch erreichen. Den ballern wir jetzt durch. 250. Und den holen wir sogar ein. Bin nicht schlecht. Wettrennen hier. CE gegen TG Hürth. Das ist jetzt echt Geschwindigkeit, alles am Längen. Ah, natürlich jetzt nicht schlecht, ne? Jetzt wird er wieder schneller. Nein. Jetzt sind wir wieder schneller. Erstmal ein schönes Standbild produziert. Ja, so. Müssen wir die anderen aber auch gleich langsam losschicken. Weil wir dann sonst zu dicht aneinander rankommen. Er steht nämlich da schon so halb in der Einfahrt. Der andere ist jetzt, ja, keine Ahnung, hat ihn gerade weggeklickt. Okay, du kannst jetzt auch losfahren. Dann müsste ich das jetzt eigentlich jetzt wieder einigermaßen normalisiert haben. Schauen wir mal. Hoffen wir das echt mal. Ja. So, dann haben wir das. Ja, dann habe ich hier für Freddy, den krassen Gamer, habe ich jetzt hier nochmal was geändert. Bisschen. Mir ist leider das Spiel abgeschmiert, deswegen ist das Graffiti jetzt schon weg. Ja, hier nochmal mit so einer Brücke gebaut, mit der neuen. Ich habe schon mal ein paar Gleise hingelegt, falls ich jetzt irgendwie mal noch hier in die Richtung muss. Der nicht überhaupt irgendwas? Nö. GG. Ja, vielleicht brauche ich doch mal einen anderen Zug. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe es erstmal offen gelassen. Vielleicht brauchte ich es. Ja, das habe ich gestern noch geändert. Dann habe ich, ja, die Flugzeuge habe ich einfach nur einen Testlauf gemacht. Das habe ich immer wieder geändert, aber ihr seht, es ist nichts hier. Nichts passiert. Die einzigen Güter, die hier abgeladen werden, sind die und die gehen jetzt zu den Häusern. Da habe ich auch nicht weiter gebaut. Ansonsten habe ich nichts gemacht gestern, glaube ich. Nee, ich habe hier nur an dieser Strecke rumgebastelt. Und dann schmierte mir irgendwann das Spiel ab und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich weiß gar nicht mal, warum das Spiel abgeschmiert ist. Irgendwas habe ich geändert. Irgendwas habe ich geändert. Ja, und dann war es halt einfach weg. Kennt man ja das, ne? So, wir könnten natürlich diese Straße jetzt hier noch umbauen. Auf eine andere. Da hätten wir hier noch ein paar Bäume. Aber eigentlich sollte das ja eine Autobahn sein. Ja. Gut, jetzt haben wir es halt viergleisig. Ich hoffe mal, jetzt haben wir das Problem wenigstens gelöst. Und jetzt fahren die sich alle wieder so ein bisschen auseinander. Hier ist der eine jetzt. Hat jetzt auch genug Leute zum Abholen in Kreuztal. Ja, 332. Schon über 2000 Leute. Wie viele Leute haben wir jetzt insgesamt auf der Karte? Na, knapp 31.000 vielleicht. War schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Ja, dann wird es leider auch von der neuen Ölraffinerie wahrscheinlich, die werde ich fertig wahrscheinlich nicht mehr erleben. Kann ich leider keine Mordvorstellung zu machen. Es werden so viele Sachen jetzt passieren, die ich nicht mitmachen kann. Ostern hätte ich gerne mitgemacht. Hätte ich gerne Mordvorstellungen gemacht, dass Ostern alles so rauskommt. Bin seit 6 Jahren Ostern nicht einmal mehr zu Hause gewesen. Ja. Also echt doof. Seit 5 Jahren Weihnachten nicht zu Hause und seit 6 Jahren Ostern nicht mehr zu Hause gewesen.
Hätte ich gedacht, dass ich diesmal Ostern zu Hause bin, aber nee, leider nicht. Ja, gut, was willst du machen? An der Stelle bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielleicht schaffe ich es nochmal, einen Livestream zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Haut rein, bis dahin. Mr. Bosen, ciao.